Euch ist langweilig in Sims 4, dann probiert mal diese Bau-Challenge aus, aber die hat es in sich. Dieses Mal habe ich eine Puzzle-Shell für euch vorbereitet mit einem kleinen Twist. Eine Shell bedeutet, dass ich euch einen Grundriss gegeben habe, aber diese Räume sind jetzt einfach lose verteilt. Heißt, ihr fügt ein Haus damit zusammen. Ihr könnt den Grundriss in meiner Galerie finden und ihr habt bis zum 28. Juli Zeit, ein Haus zu bauen. Hier könnt ihr schon die Räume sehen, aber es gibt ja, wie gesagt, schon einen kleinen Twist. Denn jeder Raum hat eine Farbe. Und das bedeutet, dieser Raum muss in dieser Farbe gestaltet sein. Nein, nicht alle Objekte, die Wandfarbe und so weiter, müssen beispielsweise hier gelb sein in diesem Raum. Aber es soll die dominante Farbe sein. Heißt, wenn du diesen Raum betrittst als Sim, sollte überall gelb schon im Fokus stehen, dass es einfach klar ist. Heißt, wenn ihr beispielsweise ein blaues Bad bauen wollt, muss jetzt nicht das WC blau sein, muss jetzt nicht das Waschbecken blau sein. Allerdings sollte blau schon die dominante Farbe eben sein, dass man sagt, das ist ein blaues Bad. Die Nuance der Farbe ist egal, heißt, ob es jetzt dieses Gelb ist, ob es weniger kräftig ist, ob es ganz, ganz kräftig ist, das ist komplett egal. Was wichtig ist, ist einfach dieser Grundton, Gelb ist dann vorhanden und so weiter und so fort. Wie bei der Puzzle Shell üblich, ihr könnt die Räume zusammenfügen. Wichtig ist, fasst meine Wände nicht an. Das bedeutet, ihr dürft keine zusätzlichen Wände außerhalb der Shell hinzufügen. Ihr dürft auch beispielsweise nicht sowas hier machen und dann einen Raum noch mehr halbieren oder sowas. Nein, nein, damit habt ihr meine Wände angefasst. Das ist nicht erlaubt. Ansonsten, was ihr natürlich machen könnt, sind zusätzliche Wände in den Räumen zu ziehen. Also wenn ihr beispielsweise so macht, das ist erlaubt. Aber bedenkt bitte, all das hier muss gelb sein. Das ist ja quasi der gelbe Raum, auch wenn ihr den weiter unterteilt. Wichtig. Was ihr natürlich auch nicht mit meinen Wänden machen dürft, sind Zäune zu setzen oder die Spandrillen oder sowas. Damit ersetzt ihr meine Wände. Das ist nicht erlaubt, denn ihr dürft meine Wände nicht anfassen. Genau. Ihr dürft natürlich die Wandhöhe anpassen, also egal wie hoch es ist, ihr dürft auch das Haus entsprechend anheben. Das ist auch alles fein. Was ihr natürlich auch machen dürft, sind die Räume aufeinander zu setzen. Das bedeutet, dass wir noch eine weitere Etage damit bauen. Das ist alles in Ordnung. Ihr könnt sie auch so stehen lassen. Also ihr müsst es nicht alles zusammenpuzzeln, aber ja, also wenn ihr das so macht, warum nicht? Und da es auch schon mal die Frage gab, ja, Halbwände sind Wände. Das bedeutet, dass ihr auch Halbwände nicht zusätzlich bauen dürft. Wie sowas hier. Nein, nein. Nur in den Räumen selber dürft ihr Halbwände nutzen. Plattformen sind okay, weitere Zäune sind okay, Dächer sind okay. Das ist alles wunderbar. Terrain-Tools dürft ihr natürlich nutzen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt auch die Puzzle-Shell auf den Berg setzen, wenn ihr das wollt. Alles fein. Ihr dürft keinen CC nutzen, dafür aber Mods, wenn es nicht als modifiziert in der Galerie gilt. Das bedeutet, dass ihr beispielsweise Better Build Mod oder sowas nutzen dürft, aber alles nicht, was modifiziert gilt. Ich weiß, wenn ihr Bilder aus der Galerie runterladet, dann kann euer Haus beispielsweise auch als modifiziert gelten. Das ist aber okay, das kenne ich schon, trotzdem kein CC. Ihr könnt aus der Puzzle Shell ein Haus bauen, ihr könnt damit ein Geschäft bauen, ihr könnt damit was auch immer bauen, was ihr eine Hochzeitslocation beispielsweise, das ist alles okay. Wichtig ist nur, dass ihr dann das dazu schreibt, was es sein soll. Und wenn ihr das auf einem Grundstück platziert und euch das wichtig ist, wie der Hintergrund beispielsweise aussieht, schreibt unbedingt, unbedingt dazu, wo es platziert werden soll, weil ansonsten muss ich raten und teilweise werde ich das dann einfach nicht einhalten können und eventuell seid ihr dann enttäuscht, weil ihr sagt, aber das war einfach das Gesamtbild, aber ich kann es halt auch nicht teilweise nur von den kleinen Bildern in der Galerie sehen. Deswegen wichtig, dass ihr das dazu schreibt. Hi, Editier Sandra hier. Ich wollte noch hinzufügen, die Shell muss dieses Mal spielbar sein. Das bedeutet, die Regeln haben sich nicht so kolossal geändert von meinen anderen Puzzle-Shells. Das Einzige, was dazugekommen sind, sind die Farben. Und ich finde es sehr, sehr witzig, was ihr daraus bastelt. Das bedeutet natürlich nicht, dass es alles schreiend bunt sein muss.
könnt ihr machen. Aber ihr könnt natürlich auch in die Pastelltöne gehen. Ihr könnt auch alles mit Schwarz-Rot, Schwarz-Blau oder was auch immer machen. Ihr seid da komplett offen, aber wichtig ist, dass es die dominante Farbe des Raumes ist. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr daraus machen werdet. Die Shell ladet ihr bitte bis zum 28. Juli mit den Hashtags EnormeDesaster und JuliShell in die Galerie hoch mit eurer Beschreibung und natürlich, wo ich das platzieren soll, wenn ihr da eine Vorliebe habt. Und die Shells werde ich wieder auf 2 Streams aufteilen. Das bedeutet, am 29. Juli und am 30. Juli werde ich dann die Shells präsentieren, die gebaut wurden, und darauf dann eingehen mit den jeweiligen Punktezahlen. Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Der erste Platz gewinnt ein Sims 4 Accessoire Pack nach Wahl, eine Autogrammkarte sowie ein VIP Twitch Badge. Der zweite Platz gewinnt eine Autogrammkarte und ein VIP Twitch Badge. Und der dritte Platz gewinnt ein VIP Twitch Badge. Also, es würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und ich bin sehr gespannt, was ihr daraus zaubern werdet. Wenn euch das Video gefallen hat und natürlich auch die Challenge, dann lasst gerne einen Follow da, denn ich mache das, wie gesagt, jeden Monat. Und ich habe mir gedacht, vielleicht erweitern wir das ja mal auf Kass auch, also dass ihr Sims erstellt nach einem Motto. Hab gedacht, vielleicht ist das ganz witzig. Könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das findet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!